Er ist es. Zur Seite! Ja, Meister. Weg von der Kiste! Li Wang hatte sich von seinem Thron erhoben und ging nun mit gemessenem Schritt die Stufen hinab. Seine beiden Untertanen traten stumm zurück. Vor der Kiste blieb Li Wang stehen und blickte hinein. Sie war es. Die Mumie des Drachengottes lag tatsächlich vor ihm. Ein tiefer Atemzug hob die Brust des Meisters. Wie viele Jahre hatte er geforscht, mystische und uralte Riten studiert und schließlich unter Todesgefahr die Mumie aus dem fernen China herbringen lassen. Endlich war es soweit. Endlich würde der Drachengott einen Nachfolger bekommen. Li Wang betrachtete den fettig glänzenden Leib der Mumie mit großen Augen. Er spürte, dass eine unaussprechliche Kraft in dem kleinen, einbalsamierten Körper nur darauf wartete, entfesselt zu werden. Bringt's hier rein. Nein, bitte. Die junge Frau konnte sich kaum auf den Beinen halten. Die Männer schleppten sie quer durch die Halle und warfen sie dann brutal vor Li Wang auf den Boden. Wehr dich nicht, Susi. Es hat keinen Zweck. Mit hundertfach einstudierter Routine legten die Diener Steine und verzierte Holzstäbe auf dem Boden zu magischen Symbolen zusammen. Pfannen mit glühender Kohle wurden links und rechts von der weinenden Frau aufgestellt. Li Wang streute geheimnisvolle Pulver und Tinkturen in die Glut. Und dann zog Li Wang ein langes Fleischermesser aus seinem Ärmel hervor. Nein, bitte nicht! Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte Li Wang die Frau am Haar gepackt und zog ihren Kopf nach hinten. Mit einem diabolischen Lächeln flüsterte er ihr etwas ins Ohr. Du hast ja keine Ahnung, welche Ehre dir hier zuteil wird. Bitte! Die meisten Drachendiener knieten nun am Boden und hatten ihre Stirnen auf das kalte Gestein gepresst. Sie sahen nicht, welch grausames Schauspiel sich gerade abspielte. Aber jeder von ihnen wusste, dass etwas Unbeschreibliches, etwas Böses hier in dem Gewölbe beschworen wurde. Das Gurgeln der Frau versiegte. Stille breitete sich aus. Und dann, zunächst nur ganz leise, hallten die Schreie durch das Gewölbe. Es waren kreischende, gellende Laute, die weit entfernt in einer unvorstellbaren Hölle geboren worden waren und nun immer näher kamen. Ja, komm zu mir, nimm mich, auf dass deine Herrschaft hier auf Erden neu beginnen kann. Nimm mich, nimm meinen Körper, fahre in mich. Ja. Wagen 53 an Sergeant Mannen. Ja, Tom? Ich drehe gerade meine Runde in Chinatown. Wissen Sie irgendetwas von einer Großveranstaltung? Nein, wieso? Gibt's einen Auflauf? Im Gegenteil, die Straßen sind wie ausgestorben. Warten Sie, ich lasse das checken. Okay. Seltsam, als hätten sich alle verkrochen. Ja? Ich habe die Berichte überprüft. Sowohl in Chinatown als auch in Soho steht nichts Besonderes an. Allerdings hat Ihr Partner gerade hier angerufen. Hang, der ist doch krankgeschrieben. Offensichtlich geht's ihm wieder besser. Sie sollen ihn abholen. Also schön, ich melde mich später wieder. Quarry aus. Viel Erfolg da draußen. Männer aus. Mrs. Tao, wie geht es Ihnen? Hang ist nicht da. Bitte? Ich dachte... Er ist beim Arzt. Sie wissen doch, dass er krank ist, Tom. Er ist krank? Aber er hat doch angerufen. Hat er das? Mrs. Tao, sind Sie alleine? Was? Ach nein. Ich bin alleine. Nur gehen Sie jetzt bitte. Moment mal. Was ist hier los? Das ganze Viertel ist wie leergefegt. Wo sind alle hin? Und wo ist Hang? Das weiß ich nicht. Aber es liegt etwas in der Luft. Bitte, Tom, Sie sind ein guter Mensch. Gehen Sie, solange Sie... Da warst du aber schnell, Tom. Hang? Was siehst du mich so überrascht an? Soll das ein Scherz sein? Wo ist deine Uniform?
Geh ins Haus, Mutter. Bitte, Junge, tu nichts, was du spürst. Geh ins Haus mit dir. Sofort. Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Was ist hier los, Han? Wer sind diese Männer? Meine Freunde. Was macht ihr hier? Wir gehen spazieren. Und du spazierst jetzt mit uns, klar? Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Wir brauchen dich noch. Mich? Sieh dir mal meine Brust an. Was zum Henker? Sieh hin, Tom. Sieh genau hin. Aber was? Wir werden dir das Zeichen geben. Dann wirst du das Revier in deine Gewalt bringen. Gewalt? Ja. Du bist von nun an ein Diener des Drachengottes. Und in seinem Namen wirst du in dieser Nacht ein Massaker anrichten. Ein Massaker. Niemand wird uns jetzt noch stoppen können. Er ist zurück. Bald wird ganz London uns gehören. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und lauerte im Verborgenen. Mit endloser Geduld bereitete es den Untergang unserer Zivilisation vor. Säte Zwietracht, Hass und Misstrauen. Es ahnte nicht, dass aus dem Chaos, das es hervorrief, ein Kämpfer emporstieg. Einer, der sich mit allen Mitteln den dunklen Mächten entgegenstellte. Abseits unserer aufgeklärten Welt. Für seine Feinde war er der Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Freitag, 16.12 Uhr, Scotland Yard. Du hast es wirklich? Ja, es lag natürlich ganz unten, in der hintersten deiner Kisten. Mom, du bist die Größte, ehrlich. Ich lade dich zum Essen ein. Ach, John. Mir wäre es viel lieber, wenn du dich mit deinem Vater wieder vertragen würdest. Das liegt nicht an mir, Mom. Soll ich dir das Kreuz zuschicken? Was? Auf keinen Fall. Das wäre viel zu riskant. Was wäre zu riskant? Hör zu, dieses Kreuz ist ungeheuer wichtig für mich. Das klingt aber ernst. Bist du in Schwierigkeiten, Junge? Nicht ich, das Kreuz ist Teil eines alten Falls. Ja, genau, ein alter Fall, der gerade wieder aufgerollt wird. John, du lügst mich doch nicht an. Absolut nicht, Mom. Das Kreuz darf nur nicht verloren gehen. Das Leben eines Mannes hängt davon ab. Von wem denn? Das ist geheim. Den kennst du eh nicht. Also schön. Und wann kommst du? Sobald wie möglich. Da gibt es allerdings noch etwas, worüber wir dringend reden müssen, John. Was denn? Du hattest ja gesagt, ich soll deine Kisten durchwühlen. Mom, da ruft gerade jemand auf der anderen Leitung an. Ist das was Wichtiges? Ich war nur überrascht, was ich alles gefunden habe. Wir reden später darüber, ja? Mom, ich danke dir. Also schön. Liebe dich, Mom. Ich dich auch, Junge. Scheiße, sie hat die Hefte gefunden. Sinclair? Gott sei Dank sind Sie da. Li Zifeng hier. Mr. Li Zifeng, wie geht es Ihnen? Mr. Sinclair, ich weiß, ich stehe in Ihrer Schuld. Aber trotzdem muss ich Sie erneut um Hilfe bitten. Reden Sie. Nicht am Telefon. Soll ich zu Ihnen kommen? Bitte. Ich fahre in 5 Minuten los. Nicht nötig. Mein Leibwächter ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. Er müsste jeden Moment unten vor dem Yard stehen. Ihr Leibwächter? Bitte, Mr. Sinclair. Ich habe meine Gründe. Wie Sie wollen. Dann bis gleich. Danke, Mr. Sinclair. Der Anruf von Li Zifeng hatte mich beunruhigt. Vor einigen Jahren war er unschuldig in eine üble Erpressergeschichte verwickelt worden. Damals hatte ich die Verbrecher stellen und Li Zifeng raushauen können. Es war mein Job gewesen. Doch Feng war mir bis heute außerordentlich dankbar für den Ausgang des Falls. Zu jedem Jahreswechsel schickte er mir einen reich gefüllten Präsentkorb.
und immer stand auf der Karte, dass er nur auf meinen Anruf wartete, um mir einen Gegendienst erweisen zu können. Li Zifeng war ohne Übertreibung einer der reichsten Männer Londons. Wenn er ausgerechnet mich anrief und um Hilfe bat, dann musste etwas Schlimmes passiert sein. Als ich den Yard verließ, wartete auf der gegenüberliegenden Straßenseite tatsächlich eine Limousine. Der Fahrer winkte mich zu sich. Er war zwar relativ klein, aber ein Kraftpaket. Ich hatte den Eindruck, sein grauer Anzug würde jeden Moment platzen. Und ich wusste sofort, dass sich der Mann in seiner Kleidung unwohl fühlte. Was ich allerdings nicht wusste, war, dass er mir noch das Leben retten würde. Und zwar unzählige Male. Verzeihung. Sind Sie Mr. Sinclair? Genau der. Mein Name ist Zuko. Mr. Li Zifeng erwartet Sie. Bitte, steigen Sie ein. Arbeiten Sie schon lange für Li Zifeng? Seit 4 Jahren. Sind Sie zufrieden? Sehr. Mr. Zuko? Einfach nur Zuko. Also schön, Zuko. Was für Kampfsportarten beherrschen Sie? So ziemlich alle. Das sieht man Ihnen an. Danke. So wirklich gesprächig sind Sie nicht, was? Dafür werde ich auch nicht bezahlt. Ah, verstehe. Herein. Mr. Sinclair ist hier, Sir. Ah, bitte, kommen Sie rein. Danke. Setzen Sie sich. Danke. Einen Whisky? Nein, danke, ich bin im Dienst. Wenn ich mich recht entsinne, war das früher mal anders. Ja, früher. Aber Sie rauchen noch. Wenn Sie mir jetzt eine anbieten, fange ich wieder an. Oh, entschuldigen Sie bitte. Um was geht es denn? Es geht um meine älteste Tochter, Susie. Sie ist verschwunden. Was? Seit wann? Seit... Entschuldigen Sie. Ja? Sir, hier wurde gerade eine Art Truhe für Sie angeliefert. Ich lasse Sie raufbringen. Zuko? Sofort, Sir. Mr. Sinclair, ich warte seit 3 Tagen auf ein Lebenszeichen von meiner Tochter. 3 Tage? Nun, das ist nicht besonders lang. Ihre Tochter ist jung, vielleicht hat sie ja... Hier, lesen Sie. Was ist das? Ein anonymer Brief, der mir vor einer Woche zugestellt wurde. Der Drachengott wird bald erwachen, seine Krieger stehen bereit. Auch du wirst den Befehlen des schwarzen Drachen gehorchen. Warte auf das Zeichen. Ich bekomme laufend Drohungen, Mr. Sinclair. Das hier ist etwas anderes. Ich höre. Die Rede ist von einer Legende. Die Legende von Qin, einem Dämon, der über ein riesiges Reich herrschte und Kaiser war über Menschen, Länder, Wüsten und Berge. Man sagt, er sei ein Tyrann gewesen, ein Gewaltherr, gegen den es niemand wagte aufzubegehren. Doch eines Tages forderte ihn ein junger Mann heraus. Er tat dies, weil der Drachengott ihm sein Mädchen geraubt hatte. Und durch einen Trick hatte der junge Mann gesiegt. Die Schreckensherrschaft war damit beendet. Doch die Anhänger des Drachengottes balsamierten den halb verbrannten Körper ihres Meisters ein und versteckten ihn in einem riesigen Felsengrab. Das alles geschah vor Jahrhunderten. Bis heute suchen Forscher und Archäologen nach dem Grab. Vergebens. Und Sie meinen, jemand hat das Grab nun gefunden? Vielleicht. Doch selbst wenn nicht, Sie wissen, was für eine Macht hinter einem Glauben stecken kann. Schauen Sie sich an, was hier in Chinatown geschieht. Was denn? Die Stimmung hier ist seit einigen Tagen geradezu gespenstisch. Es herrscht Angst, im wahrsten Sinne des Wortes unaussprechliche Angst. Nicht nur, dass man meine Tochter nicht gesehen haben will. Nein, man verheimlicht mir etwas. Und das ist keine Paranoia, glauben Sie mir. Was ist, Mr. Sinclair? Wissen Sie etwas? Bitte, reden Sie! Na ja, Wissen wäre zu viel gesagt. Tatsächlich ist der Begriff Drachenkrieger in den letzten Wochen häufiger in Polizeiberichten aufgetaucht. Was waren das für Berichte? Es geht offenbar um eine Verbrecherbande, die mit der Londoner Unterwelt konkurriert. Genaueres weiß ich aber nicht. Mein Gott. Dann war es also richtig, dass ich meine Frau und meine jüngere Tochter zurück nach China geschickt habe. Wann haben Sie sie weggeschickt? Gestern. Aber dieser Brief kam hier an, bevor Ihre Tochter verschwunden ist. Ja. Und ich habe langsam die Befürchtung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen... Verzeihung. Ja? Entschuldigen Sie aber, Sir, bitte sehen Sie sich das an. Was denn? Bitte kommen Sie einfach her.
Was ist denn, Zuko? Hier, die Truhe. Sehen Sie? Oh mein Gott. Gehen Sie zur Seite. Fassen Sie sie nicht an. Mr. Sinclair, ist das Blut? Ich fürchte ja. Das Schloss ist nicht gesichert. Soll ich? Ja, öffnen Sie. Soll ich nicht? Nein, Zuko. Oh nein. Was ist? Machen Sie die Truhe ganz auf. Nein, es ist besser, wenn Sie das nicht sehen. Was? Warum schließen Sie die Kiste wieder? Öffnen Sie! Es ist Susi. Was? Es tut mir leid. Zuko, öffne die Truhe. Tun Sie es nicht. Aus dem Weg. Tun Sie es besser nicht. Oh mein Gott. Susi. Mein Magen lag mir wie ein Stein im Körper. Weder Lize Feng noch Zuko konnten sich rühren. Starr vor Entsetzen blickten sie auf die schrecklich zugerichtete Leiche des Mädchens. Minutenlang gab es in Lize Fengs Gesicht keine Regung. Dann plötzlich zuckten seine Mundwinkel und der Blick wurde trüb. Er weinte lautlos. Zuko löste sich als erster aus der Starre. Mit glasigen Augen sah er Lize Feng an und begann den Deckel langsam wieder zu schließen. Nein, nicht Zuko. Der schwarze Drache hat sich geirrt, wenn er annimmt, dass ich mich unterordne. Das Gegenteil ist der Fall. Mr. Sinclair? Lee, es tut mir wirklich unendlich leid. Ich weiß, was Sie nun vorhaben, Mr. Sinclair. Ich verstehe nicht. Sie müssen jetzt Ihre Kollegen rufen, nicht wahr? Ich kann warten. Wie lange? Bitte? Wie lange? 1-2 Stunden. Eine Woche. Eine... Ich werde den schwarzen Drachen und alle seine Mitglieder jagen und gnadenlos vernichten. Lee, das geht nicht. Sie dürfen keinen Bandenkrieg anzetteln. Sie wissen ja nicht... Ein Bandenkrieg liegt mir fern. Es werden keine Unschuldigen sterben. Dafür werden unzählige Unschuldige gerettet werden. Sie wissen, dass ich das nicht zulassen kann. Dann verhaften Sie mich. Hören Sie, wir beide sind gute Freunde. Und jetzt müssen Sie mir vertrauen. Geben Sie mir 3 Tage, Lee. 3 Tage, dann habe ich den Mörder gestellt. Und wenn nicht? Sind wir dann Feinde? Das hoffe ich nicht. Was sagen Sie zu meinem Angebot? Zuko? Ja, Sir? Gib Mr. Sinclair deine Handynummer. Du bleibst für ihn rund um die Uhr erreichbar. Wenn er deine Hilfe braucht im Kampf gegen den schwarzen Drachen, dann dienst du ihm so, wie du auch mir dienen würdest. Das mache ich. Ich werde Sie nicht enttäuschen. 3 Tage, John. 3 Tage. Sie haben was? Jetzt regen Sie sich bitte nicht gleich wieder auf. Wir können von Glück sagen, dass er überhaupt auf mich gehört hat. Sir James, der Mann hat gerade seine Tochter verloren. Sie können doch nicht eigenmächtig solche Deals aushandeln. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Oh, Sie haben recht. Ich hätte ihm vorher ein paar Antragsbögen zukommen lassen wollen. Mäßigen Sie sich! Bei allem Respekt, Sir. Ich habe einen offenen Krieg in Chinatown verhindern können. Erstens, Sie schreien mich nie wieder an. Es tut mir leid, Sir. Ich wollte nicht... Zweitens... Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich Sie suspendieren soll oder nicht. Und wenn Sie mich nicht suspendieren? Dann bekommen Sie für diesen Fall meine volle Rückendeckung. Bitte? So schwer es mir auch über die Lippen kommt. Sie haben recht. Sie haben einen offenen Krieg verhindert. Oh. Aber Sie benehmen sich einfach nicht Ihrem Dienstgrad entsprechend. Na, dann sollten Sie mich vielleicht... Bitte? Nicht, Sir. Wollten Sie gerade sagen, dass ich Sie befördern soll? Selbst wenn, wäre es mir nur rausgerutscht. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Sehr wohl, Sir. John. Ja? Zerschlagen Sie diesen verdammten Geheimbund. Ich gebe mein Bestes, Sir. Mr. Sinclair. Leider wissen wir auch nicht, wer Susi zuletzt gesehen hat. Hatte sie einen Freund? Ja, einen gewissen Jim Rander. Allerdings war die Beziehung nicht besonders eng. Wie meinen Sie das? Unter uns. Susi hat sich aus Trotz mit dem Kerl abgegeben. Sie wollte damit nur ihrem Vater eins auswischen. Und das hat sie auch geschafft.
Wie oft haben sich die beiden denn gesehen? Nicht sehr oft. Hauptsächlich auf gesellschaftlichen Veranstaltungen. Verstehe. Wo wohnt dieser Render? Im Hafenviertel. Ich schicke Ihnen die genaue Adresse auf Ihr Handy. Danke, Suko. Halten Sie mich auf dem Laufenden? Natürlich. Ja? Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären auf Streife. Es ist etwas passiert, Sergeant. Jetzt bin ich aber gespannt. Hier, sehen Sie sich die Tätowierung auf meiner Brust an. Wollt ihr mich jetzt auf den Arm nehmen, oder was? Du dienst jetzt dem schwarzen Drachen, verstehst du? Nein. Ich... Doch. Der schwarze Drache. Wie viele Kollegen sind zurzeit hier im Revier? Außer uns noch 5. Gut. Dann rufst du sie jetzt her. Und zwar einen nach dem anderen. Und ob ich dich vermisse? Ich kann es nicht abwarten, bis wir uns wiedersehen, Jim. Ich auch nicht, Darling. Bis später. Gott, sind Frauen blöd. Ja, doch. Halt mir den Ball flach, Mann. Ja? Willst du uns nicht rein, Bill? Was soll das? Nehmen Sie die Waffe zurück. Na los. Was? Was wollt ihr von mir? Ich dachte... Schnauze! Los. Setz dich da vorne in den Sessel. Ich glaube, ich stehe lieber... Du kannst es wohl nicht abwarten, was? Ist ja gut. Ist ja gut. Sehr schön so. Mach's dir bequem. Relax. Ja. Und jetzt halt dir das Kissen da vors Gesicht. Was? Du hast mich verstanden. Warten Sie. Sie müssen das nicht tun. Wozu der Schalldämpfer? Du hast deine Arbeit gut gemacht. Li Wang ist sehr zufrieden. Li Wang? Aber was habe ich denn falsch gemacht? Warum wollen Sie mich... Umbringen. Weil du zu viel weißt. Weil die Nacht des schwarzen Drachen nicht gefährdet werden darf. Und weil du wertlos für uns geworden bist. Nein. Nein. Nein! Das Viertel, in dem Jim Render wohnte, sollte schon vor langer Zeit saniert werden. Doch nach einer Bankenpleite wurden viele Bauprojekte gestoppt. Nun verkam der Bezirk noch schneller als vorher. Ich wusste genau, warum Li Zifeng die Liaison zwischen Render und seiner Tochter nicht gebilligt hatte. Ich fand einen Parkplatz ganz in der Nähe des Wohnblocks, in dem Render wohnte. Das Gebäude war heruntergekommen. Überall war der Putz von der Fassade geplatzt. Unter den altersschwachen Fensterbänken hatten sich Schimmel und Stockflecken gebildet. Die Eingangstür stand weit offen. Renders Wohnung musste sich irgendwo auf der ersten Etage befinden. Im Treppenhaus roch es nach Urin. Ich ging die Stufen hinauf, betrat einen langen Gang und hatte Glück. Die Stimmen drangen durch die Tür rechts von mir. Auf dem Pappschild stand der Name Render. Vorsichtig drückte ich die Klinke runter. Die Tür war nicht verschlossen. Und weil du wertlos für uns geworden bist. Nein. Nein. Verdammt. Nein! Halt! Keine Bewegung! Oh Gott, helfen Sie mir! Die Waffe! Halt! Stopp! Aufhören! Nehmen Sie die Waffe runter! Ich sag... Meine letzte Warnung! Also gut. Sie haben gewonnen. Wollen Sie immer noch auf mich schießen? Nicht, wenn Sie vernünftig sind. Wenn Sie auf mich schießen wollen, dann am besten gleich hierhin. In die Brust. Der Chinese riss sein Oberhemd in Brusthöhe auseinander und entblößte damit ein großes Tattoo, das einen Drachen darstellte. Der zweite Chinese öffnete ebenfalls sein Hemd. Auch er trug die Tätowierung. Was soll das? Sehen Sie? Hierhin müssen Sie schießen. Hierhin. Ich hab nicht vor, auf Sie zu... Auf einmal begannen sich die Tattoos zu verändern. Die Farben leuchteten plötzlich. Oh. Und ich spürte einen seltsamen Stich in meinem Kopf. Was ist... Das Fremde, teuflische Gedanken bohrten sich in mein Gehirn und lähmten meinen Willen. Ich wehrte mich, doch es war ein ebenso stummer wie aussichtsloser Kampf. Die tätowierten Drachen gewannen immer mehr Macht über mich. Was tun Sie denn da? Oh Gott, verschießen Sie doch! Er wird nicht schießen. Niemals. Er ist jetzt meine Marionette. Und als solche befehle ich ihm, sich selbst hinzurichten. Hörst du? Nimm deine Beretta. Nein! Es dürfen Halt die Fresse, Render.
Du kommst noch früh genug dran. Gut, Fremder. Hoch mit der Waffe. Ja. Halte dir den Lauf an die Stirn. Ja. Sehr schön. Und nun drück ab. Los, schieß dir dein verdammtes Gehirn. Ich hatte völlig die Orientierung verloren. Ich wusste nicht, wer mir im letzten Moment die Waffe aus der Hand geschlagen hatte. Sah nur die massige Gestalt, die wie ein Wirbelwind gegen die beiden Chinesen kämpfte. Es war Zuko. Überall waren seine Fäuste. Einen der Angreifer warf er im hohen Bogen aus dem Fenster. Der andere wollte fliehen, doch Zuko packte ihn. Ein ungleicher Zweikampf folgte. Der Diener des schwarzen Drachen ging zu Boden. Sein Gesicht war blutüberströmt. Zuko packte den Mann erneut. Und? Was machst du jetzt, Kleiner? Hören Sie auf, Zuko. Er hat genug. Keine Sorge, Mr. Sinclair. Den bringe ich schon zum Reden. Nicht so, Zuko. Wir bringen ihn zum Yard. Dort werden wir ihn verhören. Verhören? Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich meinen Meister verraten werde. Und ob du dein Maul... Vorsicht, Zuko! Die Klingel blitzte auf. Zuko sprang zurück, doch der Drachendiener griff nicht an, sondern rammte sich das Klappmesser in die Kehle. Oh, verdammt! Er ist tot. Warten Sie! Was ist? Mist. Der, den ich rausgeschmissen habe, ist auf und davon. Unfassbar. Er hat sich selbst erstochen. Es tut mir leid, Mr. Sinclair. Leid? Sie haben mir gerade das Leben gerettet. Ich hätte den Tod verhindern müssen. Ich war nicht schnell genug. Ganz mit der Ruhe, Zuko. Sie sind kein Superman. Außerdem gibt es ja noch jemanden, der reden wird. Sie meinen mich? Wen wohl sonst? Aber die bringen mich um, wenn ich rede. Wie ich das sehe, bringen die Sie so oder so um. Wenn Sie Ihren Mund aufmachen, kann ich Ihnen Zeugenschutz anbieten. Oh Gott. Ich hätte mich nie auf diesen Scheiß einlassen sollen. Jammern können Sie später. Reden Sie endlich. Die wollten mich aus dem Weg haben. Ich weiß wohl zu viel. Wovon? Naja, es geht bei allem um die Tochter von Li Zefeng. Ganz genau. Weiter. Ich hatte eigentlich gar kein Interesse an Susie, ehrlich. Es war vor einigen Wochen in der Disco. Sie war blau und hat sich an mich rangemacht. Ich war ganz überrascht, dass sie sich am nächsten Tag wieder bei mir gemeldet hat. Was dann? Na, was wohl? Ich habe mitgespielt. Die Kleine ist ja nicht schlecht und Kohle hat sie auch jede Menge. Ihr Alter mag mich nicht. Irgendwie findet sie das wohl cool. Aber dann tauchten diese Chinesen bei mir auf. Sie sagten, sie wollten Li Zefeng einen Schrecken einjagen. Mehr nicht, nur einen Schrecken. Wie? Es war vor 3 oder 4 Tagen. Ich sollte Susie nach der Disco in ein bestimmtes Taxi setzen. Das mit der Nummer 14. Sie haben sie in eine Falle gelockt. Ich wusste doch nicht... Susie hat Ihnen vertraut. Und Sie? Aber was ist denn mit Susie passiert? Sie ist tot. Was? Und Sie haben sie auf dem Gewissen. Oh, scheiße, Mann. Das wollte ich doch gar nicht. In wessen Auftrag haben Sie gehandelt? Es tut mir echt leid. Das konnte ich doch nicht... Wer? Li Wang. Bitte? Der mit dem Wäschereibetrieb? Ich bin auch überrascht. Sie haben den Namen nie erwähnt. Bis vorhin. Die wollten mich wirklich umlegen. Wie viel hat man ihnen gezahlt? Hey. Rede! Oder du hast gleich nur noch Zahnstummel im Mund. 5000! Fünf? Ich werde dich... Nein, Zuko! Nein. Wir legen ihm Handschellen an. Die Kollegen werden ihn hier abholen. Wir haben etwas anderes zu erledigen. Oh ja, Mr. Sinclair. Das haben wir. Oh Mann, gleich Feierabend. Lieutenant Bedell? Ja, Catherine? Ein Notruf vom 43. Sergeant Mannon hat mich auf dem Handy angerufen. Sie auf dem... Geben Sie her. Ja, Bedell? Mein Gott, Sie werden uns alle umbringen! Mannon, sind Sie das? Stürm das Revier! Mannon? Mannon! Verdammt! Stimmt was nicht? Aber was? Captain! Ja? Notsituation. Schießerei am 43. Offenbar hat da jemand das Revier gestürmt. Was? Ja? Li Zifeng? Wer spricht da? Der schwarze Drache ruft nach dir. Er ruft mich?
Ich weiß, dass du dir unserer Traditionen sehr wohl bewusst bist. Dein Vater hat dich viel gelehrt. Und mich auch. Li Wang, bist du das? Es ist an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte öffnen, mein alter Freund. Du hast den schwarzen Drachen beschworen. Du wusstest es. Von dem Moment an, als du den toten Leib deiner Tochter gesehen hast, wusstest du, dass seine Wiederkehr bevorsteht. Und du weißt auch, wie du sie wieder zurückholen kannst. Dann hat ihr Blut ihn wieder erweckt. Ihr Blut. Und nun verlangt der schwarze Drache, dass das Ritual vollendet wird. Bringe uns ihren Körper und unterwerfe dich. Dann wird der schwarze Drache Susi aus dem Totenreich zurückholen und ehelichen. Susi? Die unterirdischen Lager von Soho, direkt unter der Wäscherei, nach Mitternacht. Ich erwarte dich. In Li Zifengs Herzen, das bis vor wenigen Sekunden von Trauer erfüllt gewesen war, tobte nun blanker Hass. Der Vorhang war gefallen. Li Wang war ihm einst wie ein Bruder gewesen. Nun hatte er ihm seine Tochter genommen. Li Zifeng wusste, dass etwas Unvorstellbares wie die Rückkehr des schwarzen Drachen möglich war. Sein Vater hatte das geheime Wissen an ihn und auch an Li Wang weitergegeben. Wenn es wirklich stimmte, dass Li Wang den schwarzen Drachen heraufbeschworen hatte, dann mussten beide vernichtet werden. Und zwar um jeden Preis. Li Zifeng ging zu seinem Schreibtisch, öffnete an der Seite eine von außen kaum sichtbare kleine Holzklappe und gab in das Tastenfeld darunter eine geheime Nummer ein. Ein Teil der Wandvertäfelung schob sich plötzlich ineinander und offenbarte einen Safe, an dessen Tür sich nur ein kleiner Scanner befand. Li Zifeng ging dicht an den Scanner heran. Ein Abtaststrahl fuhr über das rechte Auge des Chinesen. Mit einem leisen Geräusch öffnete sich die Tür. Vorsichtig holte Li Zifeng eine kunstvoll geschnitzte Kassette aus dem Safe, trug diese zum Schreibtisch und setzte sie behutsam ab. Dann öffnete er den gewölbten Deckel. Das Innere war mit blauem Samt ausgeschlagen. In einer Mulde lag ein Dolch. Er war komplett aus Holz gearbeitet. Li Zifeng nahm ihn an sich. Warm lag der Griff in seiner Hand. Auf der Schneide sah Li die alten chinesischen Schriftzeichen, Bandsprüche der weißen Magie. Die Augen des Mannes funkelten. Dies war das Erbe seines Vaters. Ein Heiligtum, das einst Weisen und Zauberern gehörte und ihn vor dem Bösen schützen sollte. Und es würde ihn schützen. Mit entschlossenem Blick steckte Li Zifeng den Dolch in die Innentasche seines Jacketts und griff zum Hörer. Ja? Ist meine Tochter aufgebahrt? Ja, Sir. Dann mach den Sarg zum Transport bereit. Aber wir bringen Susi nach Chinatown. Dort soll ihre Seele Frieden finden. Und meine auch. Helder an alle. Bleibt in Position. Feuer nur auf mein Zeichen. Ich wiederhole, es wird nicht gefeuert, bis ich es sage. Schaltet sie ein. Gut so. Sieht alles ganz ruhig aus. Wenn Men uns nur auf den Arm genommen hat, da wird er das bitter bereuen. Holden hat sich immer noch nicht gemeldet? Nein. Und das heißt, dass wirklich niemand in dem Gebäude zu erreichen ist. Hat er auch die Handynummern versucht? Er hat alle Nummern versucht. Und was machen wir jetzt? Wir gehen in die Offensive. Achtung, Achtung! Das Gebäude ist umstellt. Öffnen Sie die Tür und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Scheint niemanden beeindruckt zu haben. Helder und Charlie und Alpha. Könnt ihr was sehen? Nein, Sir. Die haben die Vorhänge zugezogen. So ein Mist. Was wollen Sie machen? Warten? Nein. Wir müssen wissen, was da drin passiert ist. Ich nehme ein Schutzschild und gehe vor. Was? Nein. Ich werde das machen. Sie? Sie haben hier die Befehlsgewalt. Ich bin entbehrlich. Verdammt nochmal, Sie wollen doch nur die Karriereleiter weiter hochklettern. Und? Was dagegen? Okay, holen Sie sich schon die Ausrüstung. Wird gemacht.
Unglaublich, nicht einmal Touristen sind zu sehen. Das ganze Viertel ist wie tot. Kein Geschäft hat geöffnet. Da vorne ist die Wäscherei. Fahren Sie hier rechts rein. Das ist eine Sackgasse. Vertrauen Sie mir. Und jetzt? Die Garageneinfahrt dort links. Von dort aus haben wir eine gute Sicht nach draußen. Warten Sie, ich öffne das Tor. Sieh mal an, Sie kennen sich ja gut aus hier. Die Garage gehört meinem Chef, Mr. Sinclair. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dieses kleine Versteck für sich behalten. Lassen wir die Förmlichkeiten. Ich heiße John. Also, ich... Was ist los? Schließt man bei euch keine Freundschaften? Doch, schon. Nur nicht so schnell. Dann sag eben weiter Mr. Sinclair zu mir. Ich wollte Sie nicht beleidigen, John. Du hast vorhin meine Haut gerettet. Du kannst mich nennen, wie du willst. Wo soll ich parken? Direkt hier. Durch diese Fenster sehen wir die Wäscherei von zwei Seiten. Sehr gut. Ich bleibe hier, geh du dort rüber. Und wie lange wollen Sie die Wäscherei beobachten? In einer Stunde ist Mitternacht. Wenn sich bis dahin nichts tut, stürmen wir den Laden. Nur wir? Mein Chef kann im Handumdrehen mehrere Einheiten herschicken. Okay, die Schutzweste sitzt. Funkgerät ist einsatzbereit. Gut, hier, das Schild. Ja, okay. Alles okay? Ja. Dann mal los. Spielen Sie bloß nicht den Helden, Bedell. Rückzug heißt Rückzug, ist das klar? Völlig klar, völlig klar. Viel Glück. Schön ruhig, Bedell. Nur nicht nervös werden. Was ist los? Die Eingangstür ist aufgegangen. Können Sie was sehen? Nein, ich... Fuck. Aber das ist doch Mannen. Mannen! Was soll das? Nehmen Sie die Waffe runter! Sofort! Da stimmt was nicht. Was soll ich denn jetzt? Ruf mich auf mich! Das wird nichts ändern! Los, Mulder! Mach sie fertig! Verdammt was! Zurück, bitte! Zurück! Schnell, bitte! Ja! Ja! Die sind wohl verrückt geworden! Helder an Zentrale, wir brauchen hier dringend Unterstützung. Der Wagen weg! Wir sind gleich! Scheiße, weg von dem Wagen, Rorschmann! Bitte! Weg da! John? Was ist? Da ist eine Gruppe von 7 Chinesen. Tatsächlich. Sie gehen durch den Seiteneingang. Ob die auch unter dem Einfluss des schwarzen Drachen stehen? Schwer zu sagen. Wie ich das sehe, gibt es 2 Kategorien von diesen Drachendienern. Wie meinen Sie das? Naja, du hast doch dieses Drachentattoo gesehen und wie mächtig es ist. Damit können sie andere hypnotisieren. Sie meinen, die haben ganz Chinatown hypnotisiert? Ganz oder teilweise. Im Moment würde ich nichts ausschließen. Aber dafür wären eine ganze Menge von diesen Tattoo-Trägern nötig. Oder sie hatten dafür genügend Zeit. Die Unterwelt fürchtet sich schon seit Wochen vor sogenannten Drachenkriegern. Moment, die sind Polizei bekannt? Ja, allerdings agierten sie bislang so verdeckt, dass wir sie nie zu fassen bekamen. Moment mal. Da kommt ein Wagen. Ja, eine Limousine. Ich werd verrückt. Das ist Li Zifeng. Das glaube ich nicht. Das mit den 3 Tagen hat er also nicht ernst gemeint. Da kommt noch ein Wagen. Ein Leichenwagen? John, ich weiß, wonach das hier aussieht. Aber der Eindruck täuscht. Mein Boss macht keine gemeinsame Sache mit den schwarzen Drachen. Das würde er nie tun. Da wäre ich mir nicht so sicher. John, bitte, vertrau mir. Was hast du vor? Wir gehen ihm nach. Alleine? Du kannst deinem Chef ja sagen, er soll Verstärkung bereithalten. Ich glaube, die werden wir so oder so bald brauchen. In Ordnung, Soko. Wir machen es so. Danke, John. Aber solltest du dich irren, kann ich für nichts garantieren. Das verstehe ich. Ja? Sir James? Was gibt es? Es könnte gut sein, dass wir in dieser Drachensache bald Unterstützung brauchen. In welcher Art? So ganz genau weiß ich das noch nicht, aber ich würde an Ihrer Stelle mindestens 4 Einheiten bereithalten. Vergessen Sie's, John. Was? Es gibt eine Schießerei im 43. Revier. Wer? Keine Ahnung, aber die schießen da auf alles, was sich bewegt. Ich bin getroffen! Die linke Flanke sicher! Wir brauchen hier Feuerschutz! Die schießen mit Raketenwerfern! Einheiten 17 und 18 sind unterwegs! Da! Am Fenster!
Weg da! Nein! Sie meinen, die haben sich alle in dem Waschsalon versammelt? Ja, Suko behauptet, dass sich unter dem Salon ein großes unterirdisches Lager befindet. Das gefällt mir gar nicht. Was? Vielleicht ist das 43. nur ein Ablenkungsmanöver. Sir, uns rennt die Zeit davon. Wir müssen es alleine versuchen. Keine riskanten Touren, John. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen. In Ordnung. Ich werde das Handy jetzt ausschalten. Verstehe. Viel Glück. Also keine Verstärkung? Wir sind auf uns allein gestellt. Du bist mutig, John. Verrückt trifft's wohl eher. Komm. Das Gewölbe war groß. Weit über 300 Menschen hatten sich hier versammelt und starrten gebannt auf den muschelförmigen Steinthron am hinteren Ende der Halle. Dort saß, gekleidet in ein prunkvolles, vielfarbiges Gewand, das Ungeheuer, das einst Li Wang gewesen war. Sein Körper war immer noch menschlich, doch anstelle des Kopfes saß nun ein hässlicher Drachenschädel auf den Schultern. Aus dem geschlossenen Maul zuckte immer wieder die gespaltene Zunge. Die Haut bestand aus schwarzen, bauchigen Schuppen. So schrecklich der Anblick auch war, keiner der Anwesenden hatte Angst vor dem Ungetüm. Im Gegenteil, die Menschen schienen erfüllt zu sein von Freude und Euphorie. Der schwarze Drache erhob sich. Sofort verstummte das Gemurmel und Geraune. Die Zeit ist gekommen. Die Nacht des schwarzen Drachen ist angebrochen. Und wie es der alte Brauch vorschreibt, wird der Vater die Braut zu mir bringen, auf dass ich ihren toten Körper mit schwarzmagischem Leben füllen kann. Sie sind hier. Bald schon wird meine Macht wieder vollständig hergestellt sein. Bald schon wird die Welt mich fürchten. Und ihr werdet an meiner Seite herrschen. Vorsicht mit dem Sarg. Komm, John. Warte. Was ist? Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich bin eine Waffe. Das hier ist meine Ersatzberetta. Da drin befinden sich geweihte Silberkugeln. Silberkugeln? Ich hatte es in letzter Zeit häufiger mit Wesen zu tun, die, sagen wir, von bösen Energien erfüllt waren. Diese Kugeln helfen vielleicht. Danke, John, aber so etwas brauche ich nicht. Bist du sicher? Absolut. Wie du meinst. Lass mich vorgehen. Abgeschlossen. Bekommst du die Tür auf? Soll das ein Witz sein? Natürlich. Oh, wie professionell. Standardausrüstung. Achtung. Gratuliere. Leise jetzt. Wir tauchten in den Gang ein, an dessen Ende eine Treppe nach unten führte. Die Wände waren glatt. In unregelmäßigen Abständen hingen schwach leuchtende Glühbirnen von der Decke. Das Licht reichte gerade aus, um nicht zu stürzen. Die Luft war drückend. Man konnte die Bedrohung beinahe körperlich spüren. Wir waren dicht vor dem Ziel. Niemand stellte sich uns in den Weg. Wieder ein Gang. Er führte zu einer breiten Pforte, dessen rechte Tür nur angelehnt war. Suko und ich schlichen beinahe lautlos auf die Pforte zu. Langsam zog ich die Tür auf und wenige Sekunden später standen wir in dem Gewölbe. Niemand nahm Notiz von uns. Die versammelten Menschen blickten unbeirrt nach vorne, auch wenn man von hier aus gar nicht die Geschehnisse am anderen Ende der Halle sehen konnte. Ich nickte Suko zu. Er verstand. Wir trennten uns. Ich schlich auf der linken Seite an den Menschen vorbei, Suko auf der rechten. Und dann sah ich endlich, was sich dort vorne abspielte. Da war ein Thron. Ein Mann mit einer unglaublich lebendig wirkenden Drachenmaske. Zwei Männer stellten einen Sarg vor dem Thron ab. Ich erkannte Li Zifeng, der mit gesenktem Kopf den Sargdeckel anhob. Was zum Teufel passierte hier nur? Li Zifeng, du bist dem Ruf des schwarzen Drachen gefolgt. Der Mann mit der Drachenmaske sprach. Das Maul bewegte sich absolut lippensynchron. Und plötzlich packte mich ein eiskalter Schauer. Das da, keine 10 Yards vor mir, war kein Mensch, sondern ein Dämon. Ja, der Drachenkopf war echt. Vorsichtig griff ich unter meine Jacke, spürte das Metall der Beretta. Du hast das größte Opfer von uns allen gebracht, deine Tochter. Bist du nun bereit, den Drachenschwur abzulegen und die Tätowierung zu empfangen? Das bin ich. Komm her,
An der mir gegenüberliegenden Seite entdeckte ich Zuko. Die Anspannung war ihm selbst auf diese Distanz anzusehen. Er war bereit, loszuschlagen. Das jedoch wäre ein fataler Fehler gewesen. Ich bedeutete ihm, ruhig zu bleiben. Er sah mich nicht einmal. Guter Freund von dir. Er ist aufgegangen in mir. Deine Treue zu ihm wird sich nun verbinden mit deiner bedingungslosen Loyalität zu mir. Mach deinen Oberkörper frei. Li Zifeng hob die Arme. Seine rechte ließ er unter das Jackett gleiten. Und dann geschah es. Li Zifeng hatte einen Dolch hervorgezogen und stürmte auf den schwarzen Drachen zu. Nein! Zum Glück achtete niemand auf Zuko. Alle blickten auf den erstarrten Körper Li Zifengs, der nun dicht über dem Boden schwebte. Der Drachendämon hatte nur seinen Zeigefinger ausgestreckt. Eine unsichtbare Kraft hielt Li Zifeng umklammert. Der Dolch. Die einzige Waffe, die mir gefährlich werden kann. Du hast geglaubt, du könntest mich täuschen. Nun werde ich den Körper deiner Tochter wiedererwecken und sie für alle Zeiten leiden lassen. Du hast versagt, Li Zifeng. Nun werden alle mit ansehen, was ich mit meinen Feinden mache. Der Drachendämon wies mit dem Finger hinauf. Li Zifeng schoss plötzlich 3-4 Yards nach oben. Dann zeigte der Dämon blitzschnell auf den Boden. Li Zifeng knallte mit unfassbarer Geschwindigkeit auf den Stein. Ich hörte, wie die Knochen brachen. Regungslos blieb Li Zifeng liegen. Oh mein Gott. Zuko schrie auf, stürzte wutentbrannt auf den Thron zu. Ein Dutzend Drachendiener stellte sich meinem Freund in den Weg. Ein wilder Kampf entbrannte, doch gegen die Übermacht an Gegnern kam auch Zuko kaum an. Ja, und jetzt schlagt ihn zusammen. Zuko ging zu Boden. Ich zog die Beretta, wollte gerade auf die Drachendiener anlegen. Da sah ich den Dolch, den Li Zifeng immer noch umklammert hielt. Der Drachendämon war abgelenkt, verfolgte amüsiert den Kampf. Ich rannte auf Li Zifeng zu, entriss ihm den Dolch, wirbelte auf dem Absatz herum und rammte den Dämon den Dolch in die Brust. Eine Druckwelle schleuderte mich zu Boden. Der schwarze Drache schrie entsetzlich. Gleißendes Licht brach aus dem Maul und aus den Augen des Dämons hervor. Auch seine titulierten Diener wandten sich plötzlich am Boden. Die anderen Menschen schrien, stürmten aus der Halle. Dann eine Explosion. Kaltes Feuer wischte durch die Luft und löste sich augenblicklich wieder auf. Staub rieselte hinab. Der Drachendämon war vernichtet. Nur die Leichen der titulierten Drachendiener blieben zurück. Zuko! John, ich... Oh nein! Mein Gott, er lebt ja noch. Nicht, John. Lass mich. Zuko! Ganz ruhig. Hilfe kommt sofort. Dafür ist es jetzt zu spät. Ihr habt den schwarzen Drachen besiegt. Und... Susis Seele den Frieden wiedergegeben. Zuko. Ja? Ich möchte, dass du von nun an John Sinclair zur Seite stehst. Er ist ein guter Mann. Schütze ihn. Das ist mein letzter... Die Augen des Mannes brachen. Li Zifeng war tot. Einige Sekunden lang rührte sich Zuko nicht. Auch seine Trauer war stumm. Dann nahm er den Toten in die Arme und stand auf. Ich bringe ihn nach draußen. Ich komme mit dir. Nein. Bitte bleib bei Susi, bis die Verstärkung eintrifft. Er hätte es so gewollt. In Ordnung, Zuko. In Ordnung. Verstärkt das Feuer, Ander! Was ist denn jetzt los? Sir? Ja, Charlie? Die feuern nicht mehr. Das merke ich selber. Geht's? Ja. Ich glaube, die Blutung hat aufgehört. Helder an Zentrale. Wir brauchen hier ein paar Krankenwagen. Sofort! Verstanden. Hallo? Haben Sie das gehört, Sir? Ja, sicher. Hallo, hört mich jemand? Legt an! Feuer nur auf mein Kommando. Ergeben Sie sich! Kommen Sie mit erhobenen Händen aus dem Gebäude! Was soll das alles?
Wo bin ich hier? Kommen Sie raus! Einer nach dem anderen! Dann wird Ihnen nichts passieren! Aber das ist ja Tom Quarry. Hier sind noch mehr in dem Haus. Kommen Sie vor bis zur Straße. Dann legen Sie sich auf den Bauch. Die Hände hinter den Kopf. Aber was ist denn hier nur passiert? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Was ist hier passiert? Am nächsten Morgen. Also, wie ich das sehe, war die Schießerei in dem Moment beendet, als Sie diesen Drachendämon vernichtet haben. So sieht es aus. Unglaublich. Sir, der Leibwächter von Lizefeng. Zuko, ja, ich weiß. Ich muss Sie enttäuschen, John. Ich kann Ihnen keinen Assistenten zur Seite stellen, der noch nicht einmal eine Polizeiausbildung hat. Er hat mir das Leben gerettet. Ich glaube, er wäre eine große Bereicherung für den Yard. Ich ahnte es. Was? Hören Sie, John. Ich weiß, dass Sie in letzter Zeit unglaublich gerne diskutieren und am Ende auch meistens Ihren Willen bekommen. Darauf habe ich heute, ehrlich gesagt, keine Lust. Ich habe hier genug zu tun. Aber Zuko hat doch... Ist schon gut. Wenn Zuko die entsprechenden Eignungstests besteht, kann ich durchboxen, dass er die Polizeischule besucht. Was? Er wird keine öffentlich anerkannte Ausbildung erhalten, aber er wird genug lernen, um im täglichen Einsatz keine rechtlich relevanten Fehler zu begehen. Ah, natürlich. Und es wird eine Weile dauern, bis es soweit ist. Können Sie damit leben? Was soll ich sagen? Ich bin... Sagen Sie einfach Danke. Danke. Und jetzt raus mit Ihnen. Sie haben Ihre Arbeit getan. Schreiben Sie den Bericht, ich werde inzwischen die Scherben wegräumen. Sicher. Dann bis später, Sir James. Ach, John? Ja? Das war gute Arbeit. Wirklich. Verdammt gute Arbeit. Danke, Sir.